Liebe Kinder, Eltern und Großeltern, liebe Gemeinde, frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zur Weihnachtsvideo-Andacht für Kinder und Erwachsene. O du Fröhliche, hat Erik Buboltz gerade für uns gesungen. Und Gilja Skop hat eine spannende Weihnachtsgeschichte für euch vorbereitet. So stimmen wir euch und eure Familien mit Musik, Texten und Gebeten jetzt auf Weihnachten ein. Wir wissen, dass ihr in sehr besonderen Zeiten Weihnachten feiert. Für einige sind sie gesundheitlich, sozial, aber auch wirtschaftlich sehr hart. Viele müssen heute alleine feiern, die grüßen wir ganz besonders. Vielleicht viele eurer Omas und Opas. So wollen wir in der nächsten halben Stunde gemeinsam Trost und Hoffnung suchen. Aber wahrscheinlich seid ihr Kinder trotzdem ganz gespannt, welche Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auf euch warten. Und ich finde, das ist auch gut so. Das gehört auch in Corona-Zeiten zu Weihnachten dazu. Und wir feiern jetzt diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir feiern Weihnachten. Du hast uns versprochen, bei uns, unseren Familien und Freunden zu sein. Egal, ob wir arm oder reich sind. Egal, ob wir lachen oder weinen, gesund oder krank sind. Wenn wir mutig sind und wenn wir Angst haben, hast du versprochen, bei uns zu sein. Bitte segne uns Kinder und Erwachsene, Eltern und Großeltern und schenk allen trotz allem friedliche Weihnachten. Bitte sei besonders bei allen, denen es schlecht geht, zum Beispiel, weil sie alleine bleiben müssen dieses Jahr, weil ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist oder sie um ihre Gesundheit bangen. Amen. Alle Feldmäuse arbeiten und Nacht, sammeln Körner und Nüsse, Weizen und Stroh. Alle, bis auf Frederik, der sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Das sind seine Vorräte für kalte, schwierige Zeiten. Frederik kommt gleich. Er ist unterwegs, auf der Suche nach Weihnachten. Wie er auf die Idee gekommen ist, hey, das hat er mir ganz genau erzählt und ich erzähl's euch einfach weiter. Also, unser Frederik saß gerade nachdenklich auf einer Mauer. Seine Mäusefreunde heißen Fritz, Fratz und Emil und die kamen nun gerade mit Maiskolben beladen vorbei. Fritz fragte lachend: Hey, Frederik, übst du gerade Winterschlaf? Bestimmt sammelt der wieder Wörter und Farben und sowas, brummelte Fratz. Frederik schreckte hoch. Nein, nein, ich denke nach. Sein Freund Emil grinste. Das Denken ist zwar allen erlaubt, aber vielem bleibt es erspart. Dabei blinzelte er verschmitzt. Frederik erzählte, jetzt stellt euch mal vor, zwei Menschenkinder kamen vorbei und haben sich auf eine Bank gesetzt. Hey, die haben mich gar nicht bemerkt vor lauter Reden. Ganz aufgeregt haben sie von etwas erzählt, das Weihnachten heißt. Und dieses Weihnachten wäre so schön und sie freuen sich riesig darauf. Also für mich hört sich dieses Weihnachten eher traurig an, brummelte Fratz. Nun meinte Frederik,
Jetzt bin ich noch neugieriger. Ich will wissen, was dieses Weihnachten ist. Hey, kommt ihr mit? Wir suchen danach. Den drei Mäuschen allerdings schien die Suche viel zu gefährlich. Und so winkte Frederik seinen Mäusefreunden und ging alleine los. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was ihm bei seiner Suche so alles begegnet. Eine Weihnachtsgans kam eilig daher. Frederik fragte aufgeregt: Hallo, liebe Gans, weißt du etwas über Weihnachten? Soll ja etwas ganz Tolles sein und alle freuen sich darauf. Alle, antwortete die Weihnachtsgans. Haha, von wegen. Lebensgefährlich ist das für eine Gans wie mich. Heute Morgen ist der Bauer in den Stall gekommen. Dann hat er mich so komisch angeschaut und gemurmelt: 1a Gänsekeulen. Da war mir klar, nichts wie weg, sonst lande ich im Kochtopf. Also komm mir bloß nicht mit Weihnachten. Die Gans sauste davon. Und unser Frederik, was denkt ihr? Klar, der war verblüfft und durcheinander. Seht, die gute Zeit ist nah. Im roten Gewand, mit weißem Bart und Sack und Hute, kam nun langsam vorbei. Oh, ist das anstrengend. Ich bin nur noch müde. Frederik fragte: Was bist du denn für einer? Und was ist so anstrengend? Ich bin ein Weihnachtsmann, war die Antwort. Seit November renne ich jetzt in diesen Klamotten herum. Und ich verteile Süßigkeiten und erzähle, dass es im Kaufhaus die besten und billigsten Geschenke gibt. Hey, das ist eigentlich schon stressig genug. Aber dann heißt es noch dauernd: Kann ich ein Selfie mit dir machen? Boah, ich kann einfach nicht mehr total lieb gucken. Wenn Weihnachten nur schon vorbei wäre. Er wankte mit seinem Sack davon. Das klingt ja schrecklich, jammerte Frederik entsetzt. Aber die Kinder waren doch so begeistert. Gut, also aufgeben war ja noch nie meine Sache. Und Hunger habe ich eigentlich auch allmählich. So schlich er vorsichtig in das nächste Haus. Wohin? Na, in die Küche natürlich. Zack, ging die Küchentür auf und eine Hausfrau mit Notizblock kam herein. Tante Ina darf ich ja nicht vergessen. Was sollen wir ihr nur schenken? Sie hat eigentlich alles. Vergessen, ja nichts vergessen. Also Mandarinen und Nüsse brauchen wir noch. Immerhin, das Schäufele ist bestellt. Der Kartoffelsalat ist fertig, obwohl Deko sollte da noch drauf. Naja, abstauben müsste man hier auch mal wieder. Und, oje, funktioniert die Beleuchtung am Christbaum eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht.
mal ehrlich, an Weihnachten verstehe ich am wenigsten, wozu Männer gut sind. Jetzt entdeckte sie Frederik. Entsetzt sauste unser Frederik davon. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Als alle Hoffnung Ende war, in dem dunklen Weltenlauf, da ging im Stall von Bethlehem der Stern der Liebe auf. Hört, es klingt vom Himmelszelt das Lied der Christenheit, das vom Frieden in der Welt, denn es ist Weihnachtszeit. Hört das Lied, das nie verklingt in einer Welt von Leid, das allen Herzen Liebe bringt, denn es ist Weihnachtszeit. Unser armer Frederik, lauter Weihnachtsschrecken. Wie soll er da jemals erfahren, was Weihnachten wirklich ist? Aber hoppla, wer kommt denn da? Ein Hirte. Jetzt wird es spannend. Nanu, ein aufgeregtes Mäuslein. Wer hat dich denn geärgert? Frederik antwortete, eine Frau, so eine richtige Schreiliese. Mann, mir sind bald die Ohren abgefallen. Alles gut, hier bist du in Sicherheit. Was war denn los? Beruhigte ihn der Hirte. Eigentlich wollte ich Weihnachten suchen. Kinder haben erzählt, das sei ganz toll. Aber nun glaub ich wirklich, es muss Weihnachten heißen. Ich habe die Gans, einen Weihnachtsmann und gerade eben die aufgeregte Hausfrau getroffen. Und allen ging es schlecht mit Weihnachten. Ich habe die Kinder sicher falsch verstanden. Der Hirte erklärte, aber nein, es ist nur so, dass es zweierlei Weihnachten gibt. Na sowas? Zweierlei Weihnachten? Ja, ich will versuchen, es dir zu erklären, fuhr der Hirte fort. Das Weihnachten, das dir begegnet ist, das hat eigentlich mit dem richtigen Weihnachten nicht mehr viel zu tun. Die Menschen haben vergessen, was der wichtigste Grund für Weihnachten ist. Ich weiß das zufällig ganz genau, weil wir Hirten dabei eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Also pass auf, mach deine Augen zu. Dann kannst du dir alles ganz genau vorstellen und vielleicht sogar wie im Traum hören. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchtet
du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Vor 2020 Jahren wurde es zum ersten Mal Weihnachten. Und das geschah so. Alle Menschen in dem Land Judäa bekamen einen Befehl vom Kaiser Augustus in Rom. Der wollte nämlich wissen, wie viele Menschen in seinem Riesenreich lebten. Jeder Mann, jede Frau, alt oder jung, mussten in die Stadt gehen, in der sie geboren wurden. Hey, das war eine richtige Völkerwanderung damals. Es gab ja keinen Bus, noch Auto, weder Zug, noch Fahrrad. So mussten sich die Menschen zu Fuß auf die oft schwierige und lange Reise machen. Nur die wenigsten hatten einen Esel, der ihnen den Weg ein wenig erleichterte. Auch auf dem Weg nach Bethlehem war ein dichtes Gedränge. Von überall her kamen die Menschen. Unter ihnen waren auch der Zimmermann Josef aus Nazareth mit seiner hochschwangeren Frau Maria. Sie kamen nur langsam voran, denn sie mussten immer wieder anhalten und eine Pause machen. O Josef, hoffentlich sind wir bald in Bethlehem und finden einen Raum, in dem wir übernachten können. Ich glaube, das Kind will bald kommen. Mach dir keine Sorgen, Maria. Bestimmt finden wir eine Herberge. Schau, Josef, da vorne sehe ich Lichter. Ja, du hast recht, Maria. Das ist Bethlehem. Als die beiden jedoch endlich in Bethlehem ankamen, hatte gar niemand mehr ein Zimmer für sie frei. Nur in einem Stall bei den Tieren konnten sie unterkommen. Da war es nachts wenigstens nicht so kalt. Und so gebar Maria ihr erstes Kind in einem Stall. Es erhielt den Namen Jesus, der bedeutet Gott hilft oder auch Gott mit uns. War es in dieser Nacht in Bethlehem? Frederik, das kann ich dir sagen. Eiskalt und sternenklar. Auch die Hirten draußen auf dem Feld waren nun froh, sich am Lagerfeuer aufwärmen zu können. Ihre Schaffelle hatten sie fest um sich gewickelt. Doch dann, Frederik, geschah in dieser Nacht etwas Wunderbares.
Wundersames. Etwas, was alle Hirten in ihrem ganzen Leben bis heute nicht vergessen konnten. Denn plötzlich wurde es in jener Nacht strahlend hell. Ein leuchtendes Licht, das immer heller und heller zu werden schien, umgab die Hirten. Erschrocken und verängstigt sprangen sie auf. Was ist denn hier los? Es ist ja plötzlich taghell. Hilfe, ich habe Angst. Hört ihr auch die Stimme? Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und den Menschen ein Wohlgefallen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ja, Engel waren erschienen, Frederik, um ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen. Der Heiland, der Messias, Gottes Sohn, wurde in dieser Nacht geboren. Und die Hirten, was soll ich dir sagen? Die haben sich dann sofort auf den Weg gemacht nach Bethlehem, um das neugeborene Kind zu finden. Und staunend, voller Freude, standen sie dann im Stall. Tatsächlich, wie verkündet, lag dort in einer Futterkrippe eingewickelt in Windeln das neugeborene Jesuskind. Stern über Bethlehem, da bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Dass da geschehen, was niemand gedacht, Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Lieber Frederik, das war aber noch nicht die ganze Geschichte. Sogar in fernen Ländern gab es Leute, die von der Geburt des Kindes wussten. In den Büchern der alten Propheten hatten sie gelesen, dass hier in Bethlehem der Retter der Welt geboren werden sollte, größer als alle anderen Könige. Größer als die anderen Könige? Ja, denn er sollte den Menschen zeigen, wie das geht mit dem Frieden und der Nächstenliebe. Und so kamen, während die Hirten noch im Stall bei Maria und Josef und dem Jesuskind waren, Weise aus dem Morgenland nach Bethlehem. Ein besonderer Stern hatte ihnen den Weg gezeigt. Kaspar, sieh mal, hier bleibt der Stern stehen, hier muss es sein. Nun, Balthasar und Melchior, dann wollen wir doch dem neugeborenen König unsere Geschenke überbringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hallo, Frederik. Jetzt kannst du deine Augen wieder öffnen. Hast du nun verstanden, was Weihnachten wirklich bedeutet? Ja klar, weiß ich jetzt, dass Weihnachten also doch etwas mit Freude zu tun hat und nicht mit Weinen. Es ist die Freude darüber, dass Jesus zur Welt gekommen ist, Gottes Sohn. Der sollte den Menschen zeigen, wie das geht mit dem Frieden und der Nächstenliebe. Also das muss ich gleich meinen Mäusefreunden erzählen. Weißt du, ich wette, dass bei der Geburt im Stall auch mindestens eine Maus dabei war. Also vielleicht
Mein Urgroßvater. Frederik winkte und sauste davon. Nun wissen wir alle über die Weihnachtsgeschichte Bescheid. Sogar die Mäuse. Stehen über Bethlehem, wir sind am Ziel. Denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stehen über Bethlehem, wir bleiben hier. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Jesus, du bist das große Licht, das in der dunklen Nacht den Hirten aufleuchtete. Du bist der helle Stern, der den Königen den Weg zeigte. Und du zeigst auch uns den Weg. Jesus, zu dir bringen wir jetzt unsere Bitten. Leuchte über allen Menschen, die krank und traurig sind. Jesus, zu dir bringen wir unsere Bitten. Leuchte über allen Menschen, die einsam und verlassen sind. Leuchte über allen Menschen, die im Streit und Freundschaft miteinander leben. Jesus, zu dir bringen wir unsere Bitten. Leuchte über allen Politikern der Welt, dass sie Frieden schaffen können und gute Entscheidungen treffen in diesen Corona-Zeiten. Jesus, zu dir bringen wir unsere Bitten. Jesus, du willst das Licht in unserem Leben sein. Durch dich wird die Welt hell und warm. Dafür danken wir dir. Amen. Und wir beten, so wie du, Jesus, uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In vielen Ländern leiden Kinder große Not und Brot für die Welt hilft ihnen, besonders durch Bildung und medizinische Versorgung. Und so gehen alle Kollekten und Spenden über Weihnachten in unserer Gemeinde besonders an Projekte von Brot für die Welt, die Kindern helfen. Danke für Ihre Hilfe und danke auch an alle, die schon mit Überweisung gespendet haben. Bitte überweisen Sie auf das Konto unserer Gemeinde. Gerne werfen Sie auch einen Umschlag mit der Spende ein und wir stellen Ihnen dann gerne eine Spendenbescheinigung aus. Ich darf Danke sagen. Herzlichen Dank an Gilias Gob für diese schöne Lesung und Krippenspielgeschichte. Und danke an alle jungen Schauspieler und ihre Eltern, die das Krippenspiel vorbereitet haben, aber jetzt leider dieses Jahr nicht aufführen konnten. Leonie Lioni, Frederik, erschienen im Belz Verlag in Weinheim, ist Ihnen sicher bekannt, eine Geschichte, die der Ursprung ist für unsere Weihnachtsgeschichte. Das ist die Geschichte von der Maus, die nicht wie die anderen sein wollte. Und in unserer Weihnachtsgeschichte kommt das nun besonders schön zum Ausdruck. Wir sind also dankbar für die Inspiration der Ursprungsgeschichte. Danke an Erik Bubolz für die wunderschöne Musik und an unsere Techniker im Hintergrund, Bernd Rechenbach und Franz Schlüter und Stefan Hettich von Filmmomente Haslach.
Und danke auch an alle, die diese Kirche so schön geschmückt haben, den Baum und den Adventskranz und alles, was hier steht und uns ein Gefühl von Weihnachten schenkt. Und schließlich danke an alle, die seit Monaten helfen, dass das Leben in dieser Kirchengemeinde trotz Corona weitergeht. Und nun empfangt Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen, Amen, Amen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens, they show.